Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie das Tagesziel geht, verkaufe Waffen. Dieses Tagesziel bedeutet, ihr müsst entweder die Waffen aus dem Bunker verkaufen. Also da müsst ihr also Vorräte stehlen und dann verkauft ihr die halt irgendwann. Oder wenn ihr halt einen Nachtclub habt, dann habt ihr ja ganz viele Techniker und wenn die einmal für den Bunker zuständig sind, dann könnt ihr auch diese Vorräte aus dem Nachtclub verkaufen. Und das werde ich in diesem Video machen, weil den Bunker benutze ich eigentlich nur zur Forschung. Und ja, ihr geht halt in den Nachtclub und dann an den Computer und dann bei Güter verkaufen. Und jetzt wählt ihr hier Jagdausstattung aus. Das sind diese Waffen. So, und dann geht ihr halt auf Bestätigen. Und dann müsst ihr die halt einfach verkaufen. Und dann habt ihr das Tagesziel. Und ja, ich finde es relativ cool, dass man entweder die aus dem Bunker halt verkaufen kann oder vom Nachtclub. Also musste ich nicht extra noch Vorräte klauen und so. So, dann bringt ihr hier einfach die Güter zum Übergabeort. Ich würde euch empfehlen, das immer zu machen, wenn die Lobby nicht so voll ist. Oder wie in diesem Fall ist kein einziger drin. Ich hatte irgendwie so einen kleinen Internet-Bug und dann fliegen halt manchmal alle aus der Sitzung raus. Und das ist dann eine gute Gelegenheit, halt die Waren zu verkaufen. Dann können euch die Spieler nicht abfacken oder so. So, und jetzt fahrt ihr halt einfach den Wegpunkt entlang. Da bin ich ein bisschen falsch gefahren, weil das Navi hat sich erst den Weg angezeigt und dann den anderen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, der hier ist besser. Ja. Und ja, ich glaube, diejenigen, die keinen Bunker haben oder keinen Nachtclub oder beides, die werden das Tagesziel nicht kriegen. Weil sonst würde das ja relativ keinen Sinn machen. Also wenn man nur einen Bunker hat, dann geht das ja auch noch. Aber für einen Nachtclub bräuchte man ja einmal den Nachtclub und dann den Bunker. Und dann halt einen Techniker, der dafür arbeitet und ja. So, es sind ungefähr 6 Kilometer, also es geht relativ. Man hat meistens ja immer 20 Minuten Zeit. Also die Zeit reicht eigentlich dicke. Selbst wenn man mit diesem ganz großen LKW fahren muss. Mit dem muss man halt, glaube ich, nur fahren, wenn das Lager vom Nachtclub bei 700.000 ist, glaube ich. Weil ich habe mal bei 700.000 verkauft und da kam dann halt der ganz große LKW. Und ich glaube, bei 600.000 kommt noch der etwas kleinere. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das irgendwie ein bisschen genauer wisst. Aber ja, ich würde euch empfehlen, halt allen, also alle Fahrzeuge, einmal diesen normalen, diesen Kastenwagen, dann diesen etwas größeren LKW und dann diesen ganz großen LKW, tunt da am besten die, also den Motor und Getriebe und Turbo rauf, weil dann seid ihr halt schneller, weil sonst kann das echt eng werden von der Zeit, aber eigentlich reicht die Zeit immer. So, jetzt müssen wir auch nur noch 2 Kilometer ungefähr fahren. Also haben wir es gleich auch schon geschafft. Ich glaube, da warten wieder Gegner auf uns oder so. Kann ich mir zumindest denken, dass da noch irgendwas kommt. Weil sonst wäre es echt einfach, da einfach hinzufahren und dann hat man es schon. So, da waren wir jetzt ein bisschen zu schnell. Obwohl, da können wir auch lang fahren. Ach egal, jetzt fahre ich hier den normalen Weg entlang. So, dann müssen wir hier rechts. Da müssen wir es eigentlich auch schon gleich geschafft haben. Wie gesagt, ich denke mal, da kommen noch Gegner oder irgendwas anderes. Manchmal muss man den Verkäufer beschützen. Aber das ist eigentlich relativ einfach.
So, dann fahren wir hier mal über die Bahnschienen. Und dann müssen wir nur noch 500 Meter fahren. Also das müsste man schaffen, ja. Wir haben gerade mal 5 Minuten gebraucht. Also die Mission von der Zeit her sind die echt entspannt. Da braucht man eigentlich keinen Stress sich machen. So, dann sind wir auch schon da. Ah, jetzt sollen wir die Cops abschütteln. Ja, wie ich halt eben schon gesagt habe. Es kommen noch Gegner oder so, in diesem Fall Cops. Aber die müssten wir gleich weg haben. Ich rufe einfach mal Lester an. Dann müssen wir nicht so lange wegfahren und so. Das ist ja relativ einfach, wenn man Lester freigeschaltet hat. Ich weiß gar nicht, auf welches Level man das freischaltet. So, Fahndungslevel entfernen. Ja, haben wir geschafft. Jetzt sollen wir zu einem Ersatzübergabeort fahren. Sind jetzt nochmal, ja, 2 Kilometer ungefähr. Das geht auch noch relativ. Ich habe mir das schon gedacht, dass da irgendwas noch kommt. Aber ja, das geht ja auch echt einfach. So, wir haben gerade mal 6 Minuten. Also, das ist echt einfaches, schnell verdientes Geld, meinte ich. So, jetzt ist es auch nur noch ungefähr 1 Kilometer. Also, das hätten wir gleich geschafft. Ja, jetzt nur noch 700 Meter. Und ich glaube, dann kommt auch gar nichts mehr. Aber das werden wir gleich sehen. So, ah, da hinten müssen wir hin. In diesen gelben Kreis. Ja, damit ist das erfolgreich abgeschlossen. Güter verkauft, alle Güter wurden erfolgreich an den Käufer verkauft. Ja, das hätten wir geschafft. Also das hat jetzt gerade mal 8 Minuten gedauert ungefähr. So, und jetzt steht da, Ziel abgeschlossen, verkaufe Waffen. Jetzt könnt ihr hier nochmal gucken, bei Zielen. Und da ist jetzt der blaue der Haken. Und damit haben wir es erfolgreich geschafft. Ich finde das Tagesziel relativ cool, weil zu einem hat man das Tagesziel freigeschaltet und man kriegt halt Geld von der verkauften Ware. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr rund um GTA Online nichts verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und ich bin erstmal wieder raus. Ciao, Leute.